Hallo und herzlich willkommen zurück im Geldregen. Im Geldregen! Richtig, es regnet keine Männer, es regnet Geld hier bei YouTubers Live. Und mir wird wieder auferzwungen, dass ich doch bitte endlich umziehen soll. Und wie letztes Mal schon, nein, nein, liebes Spiel, wir ziehen nicht um. Gut, wir waren ja genau an dem Punkt, wo wir extrem viel Kohle hier gemacht haben. Ich muss selber mich nochmal eben reinfuchsen, denn die letzte Aufnahme liegt auch wieder ein bisschen zurück. Wir schauen mal in die Karten, das war ja genau das, was wir machen wollten. Währenddessen können wir hier pausieren. Und jetzt in die... Nein, können wir natürlich nicht. Warum sollten wir auch können? Dann machen wir es so, wir suchen uns wieder einen Kinogang etc. aus und dann geht es in die Pause und dann geht es auch in die Karten. Was müssen wir gerade machen? Wir müssen jetzt gerade mal kurz schlafen und dann wird Addison für uns natürlich ein neues Video hochladen. Ganz, ganz wichtig. Und wir selber müssen natürlich auch weiterhin neue Videos produzieren. Mir ist aufgefallen, und ja, das kann ich nachvollziehen, es ist natürlich ein wenig, naja, mühsam zu betrachten, wenn man die ganze Zeit YouTubers Live nur aus einer Ecke sieht. Wenn man spielt, merkt man das überhaupt nicht so sehr. Aber ich glaube, wenn ihr euch das anguckt und ich immer hier oben in der einen Ecke rumgammel, ist das wahrscheinlich nicht so gut. Aber wie gesagt, man tendiert jetzt nicht dazu, in diesem Stress, den einem das Spiel quasi aufbürdet, ewig und drei Tage die Kameraperspektive zu wechseln. Deshalb, da müsst ihr leider durch, wenn ihr es gucken wollt, wenn nicht, ihr könnt es ja auch lassen. Ne? Es ist ja euch komplett überlassen, sage ich mal. Nur, es macht das Spielen schon einfacher, wenn man von oben der Ecke genau eine Übersicht hat, wo man alles drauf hat und alles hin und her, hin und her, ja, lass sie reden, ja, Trollfähigkeiten, super. Wo man halt alles im Auge hat. Den nehmen wir mit, den guten alten Pro Evolution Football, dann reparieren wir kurz den PC und dann sagen wir Addison, weißt du was? Mach doch mal ein Video. Und zwar machst du ein Video. Was ist denn hier noch? Was haben wir denn noch, was hier so ein bisschen angesagt ist in letzter Zeit? Nicht mehr viel, das ist das Problem. Komm, sie macht nochmal hier über dieses Drive Hobo, macht sie einfach nochmal ein Gameplay-Video. Ne, sie macht mal ein Walkthrough. Sie hat zwei Gameplays schon gemacht, das reicht ja in der Regel aus, ne? Arbeitsplatz 2 war, glaube ich, ihrer, genau. Filter, ach ja, das hat sie ja alles noch gar nicht. Das müssen wir hier vielleicht auch irgendwann mal zulegen. Komm, mach. Addison, geh. Hoch, ab, hoch die Treppe. Fein, brav. Und da ist auch mein Spiel schon gekommen. Perfekto. Und wenn der Kollege Stützstrumpf hier unten am PC jetzt mal fertig ist, genau, dann geht es auch für uns wieder ran. Ja, auch das ist natürlich eine sehr leidige Angelegenheit. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Jedes Mal, wenn man sich halt meine Videos anguckt, sie bestehen halt zu 90% daraus, dass wir hier Videos schnipseln. Gut, es ist halt YouTubers Live und solange man jetzt noch nicht gerade die Menge an Kohle hat, Mensch, was soll man denn Sachen, was soll man denn machen? Na, das ist halt die Sache. Ja, trotz alledem, ich bin wirklich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Das nächste Haus wartet ja quasi nur auf uns. Wir müssen einfach nur genug Kohle zusammensammeln, dass wir uns das auch leisten können. Das ist jetzt eigentlich genau das, worauf wir hinarbeiten müssen in dieser und in den kommenden Folgen. Kohle. Wir brauchen Kohle. Und zwar, naja, ich würde am liebsten sagen noch viel, weil mit dem neuen Haus bzw. mit der neuen Wohnung kommt dann ja auch wieder die Möglichkeit, den PC weiter aufzurüsten. Und auch da brauchen wir wieder Geld. Und ich glaube nicht, dass das günstiger wird. Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das günstiger wird hier im Verlauf des Spiels. Da haben wir gerade abkassiert, sehr gut. Und deshalb möchte ich einfach ganz, ganz ungern hingehen und sagen, komm, mit 4,5K gehe ich jetzt darüber in die neue Bude und alles super, alles toll. Und dann sehen wir wieder, scheiße, war vielleicht doch gar nicht so klug. Das hatten wir einmal schon und das brauche ich halt nicht nochmal. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Das ganze Gestrünsel haue ich jetzt mal so aneinander, wie ich denke, dass es passt. Was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir, warte mal, das nehmen wir auch noch, ne, warte, dich nehme ich raus
Und dich nehme ich rein. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wenn wir den neuen PC haben, dass wir hier ein bisschen weiterkommen mit den ganzen, ne, hier mit dem Schnittprogramm, dass wir da ein neues dann auch kriegen. Ja, einfach mal abwarten. Einfach mal abwarten. Das können wir jetzt nur auf uns zukommen lassen. Ich bin auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, heute sehr unvorbereitet in diese Aufnahmesession gegangen. Liegt einfach daran, dass ich im Moment gegenüber eine riesen Baustelle habe. Und diese Baustelle... Oh, du bist fertig? Ja, dann komm mal her. Zeig mal dein Ergebnis. Ja. Ja. Ja, ach komm. Na komm. Das lasse ich mal durchgehen. Nein, liegt daran, dass wir hier eine riesen Baustelle gegenüber haben. Und die machen halt richtig Lärm. Die machen richtig Rabauts. Und das Problem ist dann, man sitzt gerade vorm Rechner, startet die Aufnahme, hat da echt Bock drauf. Und auf einmal hörst du wieder von den... Da gehen sie dann wieder mit dem Presslufthammer ran. Leider Gottes hört man das dann auch durchs Mikro an der Aufnahme. Also muss ich mich im Moment ein bisschen nach der Baustelle richten, wann ich aufnehme. Und das ist nicht einfach. Das ist natürlich dann mit dem Job, der noch dazu kommt, nicht einfach. Ah, das schon. Hm. Evelyn, ja. Und naja, da muss ich halt immer abtimen. Wann machen die Jungs wohl gerade Pause? Wann könnte ich hier mal ein Video zwischenschießen? Ist ein bisschen blöd. Weiß ich selber. Scheiße, wir müssen den PC ersetzen. Aber da machst du nichts. Da machst du nichts, ne? Also ich meine, ich könnte natürlich jetzt rübergehen und mich beschweren. Dann sagen die auch, hey, wer bist denn du? Ne? Und dann kriege ich wahrscheinlich noch irgendwie eine Schaufel über den Kopf gezogen. Und aus diesem Grunde, richte ich mich dann ein wenig nach den Kollegen Bauarbeitern dort drüben und gucke, dass ich meine Videos nur dann mache, wenn hier ein wenig Ruhe in der Nachbarschaft herrscht. Wir müssen übrigens auch nochmal ein bisschen Essen kaufen. Mittlerweile geht auch Pizza, ne? Das ist aber teuer, du. Ah, Spaghetti Bollo gibt's auch. Die hat Mama immer gemacht. Was ist eigentlich aus unserer Mutter geworden? Also, ne, die können wir ja, glaube ich, nicht mal besuchen oder anrufen. Allison, du bleibst hier und machst ein Video. Aber irgendwie, irgendwie sieht das so nicht mehr ganz so gut aus, ne? Ach, ich muss ich ihn jetzt... Warte mal eben. Muss ich ihn jetzt wirklich direkt ersetzen? Ist das so? Nee, muss ich noch nicht. Aber wenn er das nächste Mal kaputt ist, dann müssen wir ihn ersetzen. Und dann wird es wieder teuer. Bisschen blöd ist das schon, ne? Bisschen blöd ist das schon. Warte mal, man kann das raus am 18. Da machen wir natürlich ein Preview-Video von. Sehr nice. Sehr nice. Und geht er eigentlich jedes Mal, wenn wir den PC hier anmachen, beziehungsweise diese Aufnahme starten, an sein Handy? Und ne, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Jedes Mal, wenn das Bild so runtergeht zum PC, ist er an seinem Handy. So, als ob er ihn steuern könnte über sein Smartphone. Ich meine, klar, ist heute wahrscheinlich alles möglich. Ich mache das noch nicht. Ich mache das noch ganz konventionell mit Maus und Tastatur. Aber man weiß ja nicht, was der Kevin Justin hier so an Technikbrimsel irgendwie ausgegraben hat. Schon. Ja, der fernsteuert seinen PC dann halt mit dem Smartphone. Sehr schön. So. Da haben wir vielleicht gerade mal ein bisschen Glück mit den Karten. Kaffee ist leer. Nein. Das ist natürlich auch immer blöd, ne, wenn man hier vom PC sitzt und dann hat man gerade die Session begonnen und dann ist der Kaffee auf einmal leer. Ja doch, ein kalter Schluck ist noch drin. So ein Uwe. So ein unten wird's eklig. Komm. Das passt nicht so ganz. Meine Güte, die werden echt immer länger. Jo, super. Naja, gut. Da haben wir uns jetzt mit dem Rest haben wir uns keine großen Freunde gemacht. Ist aber nicht schlimm. Irgendwas kriegen wir daraus schon zusammengeschnipselt. Was ich immer gemein finde, das fängt dann auf einem an. Ja, und dann hat man den Salat quasi. Wie geht's denn das zu dem? Dann lass mal schauen. Zudem haben wir eins mit zwei unten. Haben wir. Haben wir noch eins mit zwei unten? Nein, haben wir nicht. Wie sollte es auch anders sein?
das zu dem, das zu dem und eigentlich habe ich ungern eine Nullnummer hinten. Warte mal, können wir das nicht einfach so machen? So. Wieso? Achso, ich dachte schon. Ja komm, doch, wir machen die Nullnummer nach hinten, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann holen wir das Ganze halt mit dem Rändern wieder raus. Hier das und das. Was können wir denn da noch reinpacken? Die 12. Ja, und jetzt müssen wir den PC ersetzen. Das war so klar. Ach, das ist natürlich jetzt ätzend. Na, jetzt haben wir gerade ein bisschen Kohle und jetzt müssen wir den PC ersetzen. Können wir da nicht direkt einen neuen am besten kaufen? Gibt es da nicht noch irgendwie einen Level mehr? Level höher? Level besser? Ach nee, der PC ist jetzt gerade eh... Ja, der ist beschäftigt. Okay, Addison, du zeig mal hier dein Ergebnis. Wo bist du? Addison ist zu Hause, ja? Ja, geht doch hier. Wenn Papa ruft, ne? Wenn Papa hier Kevin ruft, dann kommt Addison aber ganz schnell ins Loft. Ins Loft. Klingt so versnobbt. Gut. Laden wir alles hoch. Und dann machst du nämlich, Addison, du machst sofort auch wieder ein neues Gaming-Video. Da scheint es sehr gut drauf zu haben hier an der PlayStation. Oh! Ich hab's gesagt. An der Game... Irgendwas und so. Scheiße, ich hab mich da verquatscht. Nicht, dass ich jetzt noch ernsthafte Konsequenzen... Nein, nicht du! Doch nicht du! Ach, na super. Na gut. Eigentlich sollte das Addison übernehmen, ne? Eigentlich sollte der Part von Addison gemacht werden und hier nicht von Kevin. Die kleine, faule Addison. Die Karten, da müssen wir wirklich mal gucken. Und wir kriegen immer zwei Daumen nach unten. Das wurmt mich so richtig. Vielleicht müssen wir auch wirklich irgendwann was Neues. Obwohl, nee, da scheint es dann vom Geld her doch zu passen. Oh, wir haben gar keine Punkte mehr. Naja, ist nicht schlimm. Ja, das ist gut. Wir gehen auch ins Kino. Ein Traum. Nur, wir müssen das jetzt mal eben hier hochladen. Geht da unten eigentlich mal vom PC weg, Madame? Achso, ja. Geschnitten will es ja auch noch werden. Ich vergesse das immer so gerne. Ich wünsche immer, dass das nicht passiert. Aber leider müssen wir auch schneiden. Boah, das wird ja so ein richtiges Fail-Video. Das wird richtig schlecht, Freunde. Macht euch schon mal drauf gefasst. Am liebsten würde ich es verwerfen. Aber wir machen es ja fürs Geld. Von daher. So. Gut, jetzt laufen eh beide PCs auf Hochtouren. Das heißt, wir können jetzt gerade eh nicht viel machen. Oh, scheiße, wir hätten aber schlafen gehen müssen. Nun gut. Ein bisschen more casual, würde ich sagen. Also, wir können das Sakko auf jeden Fall anlassen. Aber vielleicht so ein bisschen... Na, ihr wisst genau, was ich meine, glaube ich. So nicht ganz so abgehoben. Ich habe doch eigentlich auch die Krawatte gekauft beim letzten Mal, oder? Die ist nie da. Die ist nie da, die Krawatte. Naja, nicht schlimm. Wir gehen einfach so ein bisschen casual zum Event. Das passt schon. So, Addison. Abflug. Explodiert der? Irgendwann mal? Wenn das so weitergeht? Das wäre nicht so cool. Nun ja, jetzt können wir auf jeden Fall... Ach stimmt, wir können auch ein Interview machen. Und wir sind natürlich... Ach shit, wir sind müde. Sehr müde. Ah, ich glaube, das war keine so gute Idee. Weil wir jetzt nur noch ganz, ganz wenig Kreativitätspunkte haben. Wir sind müde, wir haben Hunger. Ja, wir schauen mal, was wir dann noch rausholen können mit den paar Pünktchen, die wir haben. Fragst die Person, hört nicht auf zu lachen. Gib einen kurzen Kommentar, komm. Ah. Die befragte Person antwortet, dass du ein besserer YouTuber bist als... Dass sie ein besserer YouTuber ist als du. Gibt eine fröhliche Äußerung. Die befragte Person hat ein ausgeschaltetes Mikrofon. Verdammt. Sarkastisch. So viel zum Thema besserer YouTuber. Ratschlag. Und Freunde, das war's. Mehr geht nicht. Das müssen wir zu Hause bearbeiten.
Komm, Kevin, dann schlepp dich jetzt bitte noch einmal. Oh. Keine gute Idee. Hierhin. Posiere komplett müde und abgefuckt für die Presse. Das ist natürlich die beste Anti-Werbung. Oh. Armer Kerl. Aber das kann er noch. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass. Ja, du kennst uns mittlerweile, das ist sehr schön. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass Addison immer mit ins Bild rennt. Die hat da eigentlich nichts verloren, nur weil wir sie quasi als Partnerin im Channel haben. Im Endeffekt ist Kevin der Star. Das dürfen wir auch nie vergessen. Der Star ist Kevin. Ja, komm, setz dich einfach dahin. Scheißegal. So, und jetzt gehen wir mal hier auf die Karten ein. Was war denn eigentlich mein Problem? Ich glaube, doch, ich weiß, was das Problem war. Es war nicht ausgeglichen genug im Mittelfeld, ne? Hier ist der Anfang. Wir hatten zu viele von den Wütenden, glaube ich, drin. Müssen wir jetzt mal schauen. Die sind alle gecopyrighted. Ich will halt auch trotz alledem. Achso, nee, warte mal, die kann ich gar nicht mehr. Wütend, lustig. Zweimal wütend, das ist halt das Problem jetzt hier. Warte mal. Intro. Coole Begrüßung, das. Da fehlt uns zum Beispiel so eine Freaky-Begrüßung. Können wir denn dann nicht hier mal die. Die Einer nehmen wir mal raus, machen dann die lustige Begrüßung. Ah ne, die hatten. Das. Nehmen wir doch mal die ernste Begrüßung rein. Ne, da können wir nicht mehr. 4 von 4. Hier haben wir 6 von 8. Ah super, das ging ja jetzt überhaupt nicht schnell. Verdammt. Verdammt. So, und was wir machen, wir gehen sofort pennen und der PC raucht uns richtig ab gerade. Ich bin jetzt auf Ersetzen gegangen, es bringt nichts. Wir brauchen den auf jeden Fall noch. So, und jetzt wird danach direkt wieder was gegessen. Ach, dieses Micromanagement, das ist wunderbar. Nicht. Warum ist Addison eigentlich immer in irgendwelchen Ecken, wo wir sie kaum kriegen? Du sollst kein. Nein, du sollst keinen Kuss machen, du sollst ein Video machen, Mädchen. So. Genau. Und zwar das mit dem. Hier, mit dem Fußball hat sie doch eigentlich ziemlich gut drauf, oder? Würde ich mal sagen. Kannst du auch gleich mal ein Walkthrough machen. Schön, komm. Aber bitte nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern an deinem Drecksarbeitsplatz. Oh, habe ich das wirklich gesagt? Ich meine natürlich an deinem super zweiten Arbeitsplatz, meine ich. Möchtest du mal. Hallo, Kevin. Ach, geht doch. Komm, hau dir mal eine Pizza. Gönn dir mal richtig. Und dann kannst du sofort wieder. Ach, du musst ja. Ach, das blöde Interview muss noch geschnitten werden. Ach, das ist natürlich doof. Interview. Einfach Interview. Warte mal, ich habe den PC ersetzt und trotzdem habe ich jetzt noch. Haben wir gerade einen Bug? Ich habe doch den PC ersetzt und das hat ja Geld gekostet. Und jetzt haben wir trotz alledem. Haben wir wieder 4.800? Ach nee, die Videos sind ja. Die sind ja abgegangen. Ich dachte gerade, hä? Ich war. Kurzzeitig war ich verwirrt. Ich kann gar nicht so schnell nachproduzieren, wie ich Abonnenten verliere. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wirklich. Oh, Interesse minus 25 ist ja super. Ich habe auch wirklich fast das Gefühl, wir müssen umziehen. Das Spiel drängt uns gerade, glaube ich, wirklich so ein bisschen Richtung Umzug. Weil ansonsten nehmen wir einfach auch gar kein Geld mehr ein. Das ist unglaublich. Das Spiel drängt uns richtig in diese Schiene. Ich mache jetzt gleich noch ein Gameplay von diesem neuen Spielchen, das wir da uns gekauft haben, dieses RPG oder was das ist. Und da müssen wir das, glaube ich, echt in Angriff nehmen. Boah, das ist so arschig, ne? Was wollt ihr denn dafür haben?
Ja, 950, das können wir uns wahrscheinlich noch leisten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, komm, werf mal fertig hier. Und Allison, zeig uns mal hier dein Outcome, bitte. So, das sieht ganz gut aus. Das kann man definitiv machen. Das kann man auch definitiv hochladen. Sehr schön. Ja, hochladen, passt. Interview hat natürlich nicht so tolle Kommentare bekommen. Der Efren. Efren! So, und wir machen jetzt hier nochmal eben ein Gaming-Video noch. Ein so ein witziges und dann hier Age of Kingdoms 3. Das ist gar kein RPG, das ist ein Strategiespiel. Na, ist auch nicht schlimm. Auch das kriegen wir hin. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Age of Kingdoms 3 Gameplay, gib ihm. Du startest die Aufnahme. So, jetzt hoffentlich passt hier alles mal ein bisschen besser zusammen als bei den letzten Malen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht wieder nicht so gut aus. Jetzt kriegen wir die wahrscheinlich. Ach doch, die kriegen wir. Sehr gut. Okay, konnte man noch machen, der passt also noch. Komm, fachlichen Kommentar. Aha, Mann, da haben wir viele Punkte jetzt vergeben, leider. So. Aha. Oh, jetzt kamen die teuren Karten leider gegen Ende. Ja, da machst du jetzt nichts mehr, da ist jetzt Ende. Oh, ganze $60 durch dieses blöde Interview eingenommen. Ich bin begeistert. Das heißt, hier muss jetzt nochmal ordentlich was rauskommen. Auch die Connection Points sind ganz komisch geworden, ne? Teilweise immer nur einen hier, einen da, gar nicht mehr so viele. Was ist da los? Was ist da los, Freunde? Das verstehe ich nicht. So. Ja, jetzt haben wir nur noch den. Mensch, 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 Mensch. Könnte einen ja glatt aufregen, wenn es nicht so doof wäre und nur ein Spiel wäre. Den würde ich halt gerne noch reinnehmen. Ach komm, und dann schließe ich einfach auf dem hier ab. Nee, warte mal. Warte mal, irgendwas stimmt da gerade nicht. Den brauchen wir. So. Einladung zur Party. Nein, ganz ehrlich, nein. Haben wir keine Zeit für und keine Muße auch. So. Und hochladen, Freunde. So, und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob wir uns dann wirklich darum kümmern, die neue Bude zu beziehen. Ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, vom Geld sollte das auch passen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play YouTubers Live. Danke fürs Reinschalten.